Hallo Simulationsfreunde, ich heiße Patrick und ich begrüße euch recht herzlich hier bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Es gibt ein neues Update für die NVIDIA DLSS DLL Datei. Alles was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr heute in diesem Video. Willkommen zurück, meine Freunde. Also, was ist überhaupt die NVIDIA DLSS DLL-Datei? Und ich benutze gar kein DLSS, also wie soll es mir helfen? Lass es mich kurz erklären. Also, diese DLSS-Datei enthält Algorithmen, die in Spielen verwendet werden, die die Deep Learning Super Sampling Technologie unterstützen. Neuere Versionen von DLSS verbessern oft die Bildqualität oder eine Kombination aus beiden. Wenn man nun die neue DLL-Datei herunterlädt und in seinem Spieleordner ersetzt, kann man alle aktuellen Verbesserungen freischalten. Und das wird nicht nur für diejenigen sein, die DLSS benutzen, sondern es wird auch den TAA-Modus verbessern im Microsoft Flight Simulator. Ganz zu schweigen davon, dass dies natürlich auch jedem zugutekommt, der eine RTX-Grafikkarte verwendet. Alle Links, die wir heute in diesem Video verwenden, findet ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung, also stellt sicher, dass ihr da mal einen Blick reinwerft. Die nächste Frage, die ihr euch sicherlich stellt, ist nun, wie viel Performance-Steigerung kann ich erwarten, wenn ich meine DLSS-DLL-Datei ändere? Nun, das hängt wieder mal wirklich vom System ab und davon, welche Hardware ihr verbaut habt in eurem PC. Das bedeutet, manche Leute stellen eine 20-30%ige Steigerung der FPS fest, während andere nur optische Verbesserungen, wie zum Beispiel der Klarheit, feststellen und die Bildqualität. Dementsprechend muss das jeder für sich selbst feststellen, aber es gibt da eine einfache Methode für. In dem heutigen Video zeige ich euch das DLSS Swapper Tool und wie man es benutzt, um die DLSS.dll-Datei im Microsoft Flight Simulator zu ändern. Habt ihr irgendwelche Anmerkungen oder Fragen zu dem heutigen Video, dann lasst es mich unten in die Kommentare wissen oder kommt direkt auf meinem Discord, der Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Ich komme dann wie gehabt auf euch zurück, ganz egal, wo ihr schreiben solltet. Sollte euch das heutige Video gefallen, stellt sicher, dass ihr ein Abo dagelassen habt, die Glocke aktiviert habt und einen Daumen in nördlicher Richtung dagelassen habt. Dafür bin ich euch jedes Mal sehr dankbar. Seid ihr auf der Seite, müsst ihr einmal rechts auf Latest klicken, hier einmal. Und dann den Installer herunterladen. Das ist dieser hier. Habt ihr ja den Installer heruntergeladen und die Exe-Datei ausgeführt, dann kann es sein, dass euer Antivirus-Programm anschlägt, aber da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Installiert einfach das Programm. Das ist keine Schadsoftware. Habt ihr das Swapper-Tool nun installiert und gestartet, dann sollte das Ganze so aussehen und alle eure Spiele sollten hier auftauchen. Wie ihr seht, habt ihr hier so ein paar Spiele installiert, Party Animals, CD Skylines und Fortnite. Heute geht es aber um den Flight Simulator. So. Wenn das jetzt allerdings nicht der Fall ist und eure Spiele nicht angezeigt werden, dann stellt sicher, dass unter Games Library alle Häkchen gesetzt sind. Wir gehen das mal jetzt durch und zwar müssen wir hier unten dann auf Einstellungen, auf dieses Einstellungsrädchen gehen und dann haben wir hier diese Game Libraries. Ja, ganz wichtig, dass muss hier alles angehakt sein, damit alle eure Spiele auch angezeigt werden und vor allem der Flight Simulator angezeigt wird. Ja? Und ganz wichtig auch, wenn ihr mal hier runter scrollt, dass man hier auch ab und zu mal nach den Updates checkt für das Swapper Tool. So, wir gehen jetzt einfach mal zurück zur Library und dann geht es weiter im Text. So, das erste, was ihr jetzt sicherlich seht, ist der Unterschied zwischen meiner Version und eurer Version. Bei euch steht mit Sicherheit irgendwas jetzt mit 2.4.1. Das ist die aktuellste DLSS.dll-Datei, die der Microsoft Flight Simulator benutzt. Bitte verwechselt das jetzt nicht mit DLSS an sich, denn dies ist eine DLSS.dll-Datei, die alle Grafiken wie TAA und DLSS steuert. Okay, jetzt habt ihr festgestellt, dass ihr eine ältere Version der DLL-Datei habt. Wie könnt ihr das nun updaten? Das erste, was ihr tun müsst, einmal oben links auf die Bibliothek klicken, das ist hier dieses Symbol. Und hier werden euch jetzt alle Versionen angezeigt der DLSS-Dateien der Spiele, die ihr installiert habt. Ja? Ihr müsst jetzt mit Sicherheit hier die Version 3.6 sehen. Was ihr jetzt einfach machen müsst, ist diese hier mit diesem Button einfach downloaden.
So, ihr habt die Dateien runtergeladen. Was wir jetzt tun müssen, ist wieder zurück in die Spielebibliothek zu gehen. Das einmal hier oben links wieder auf dieses Controller-Symbol. Und dann einen Linksklick auf dem Fly Simulator zu machen. Dann müsst ihr sich dieses Fenster einmal öffnen, wo ihr nun die DLSS-Versionen auswählen könnt. Klickt nun einfach auf die Version, die ihr möchtet. Das wäre dann die 3.6.0. Und dann einfach hier unten auf Swap. So, jetzt sagen wir mal, ihr seid mit eurem Ergebnis des Wechselns der Datei nicht zufrieden. Dann könnt ihr ganz einfach zurück auf die Originalversion wechseln, indem ihr unten einfach auf diesen Reset-Knopf drückt. Ich mache das jetzt mal beispielhafterweise. Wir klicken auf Reset. Und schon habe ich die 2.4.12 wieder. So, ich wähle aber die 3.6.0 aus, weil das die aktuellste ist und ich dadurch keine Probleme habe. Wenn ihr zwischen vielen verschiedenen Versionen wechseln möchtet, empfehle ich euch, dass ihr immer zuerst zurück zur Standardversion wechselt und dann neuere Versionen auswählt, dann habt ihr da keine Probleme. So, nun habt ihr die neue DLS-Datei. Probiert es im Sim aus und postet eure Ergebnisse gerne hier unten in die Kommentare oder kommt gerne auf den Discord und teilt uns da eure Erfahrungen mit. Wenn euch das heutige Video gefallen hat und es für euch hilfreich war, dann lasst es doch ein Abo da, aktiviert die Glocke und vor allem lasst einen Daumen in nördlicher Richtung da, damit auch andere von diesen Tipps profitieren können. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann, auf Wiedersehen, ciao, euer Patrick.